Es ist wieder mal soweit, ich habe eine neue Kamera. Oder zumindest eine, die ich noch nicht vorgestellt habe. Und zwar ist das jetzt in dem Fall der Apparat. Das ist ein ziemlich simples Ding. Da kann man nicht sehr viel falsch machen. Zuerst einmal schauen wir, was sie alles hat. Eine coole Objektivabdeckung. Ein 21 mm Objektiv. Die Möglichkeit, dort zwei so Filterfolien hineinzugeben. Die kann man da so raus tun. Kann man sie herausnehmen. Da sind noch ein paar andere dabei, hinten da in dieser kleinen Tasche. Da sind also diese kleinen Blitzfolien dabei, die man da austauschen kann. Und so hat diese kleine Tasche da hinten eine nette Funktion. Wenn wir schon da hinten sind, Mehrfachbelichtungsknopf zum Aufziehen, der Sucher und das Fenster, da müssen wir, damit man sieht, was für Film da drinnen ist. Ja, was da bei diesem Dings da, wie sagt man das da, bei diesem Regal da eingebaut ist, das ist eben einmal ohne Filter, einmal ein neutral grauer Filter. Und dann die zwei, die man halt austauschen kann. Und je nach Lust und Laune kann man das halt dann verwenden. Da unten haben wir nachher noch eine Fachtel für die Batterie. Doppel-A-Batterie, ein Stativgewinde. Und der Auslöser. Ah ja, da ist noch ein Mini-Fenster, wo man sehen kann, wie viele Fotos man schon gemacht hat. Ah, das ist kein Spielzeug. Ja, es ist zwar das ein cooles Ding da, richtig retro, aber das liebt meine Katze. Wo immer es. Das, was der Joey da als Spielzeugtascherl entlarvt hat, das ist der Aufbewahrungsbehälter für ein paar zusätzliche Dinge. Ich traue mich da jetzt einmal, das da wegzulegen. Ich sitze mir, glaube ich, drauf am besten. Da ist eine Nahlinse dabei. Dann kann ich nicht ab 0,5 Meter, sondern schon ab 0,1 Meter fotografieren. Und dann ist da noch dabei ein Kaleidoskop. Ein cooles Ding. Und dann ist dabei noch ein Spezial. Ja, und das wird jetzt nicht einfach vorn drauf gedrückt, sondern, da muss ich schon schauen, da gibt es eine Ober- und eine Unterseite. Und bei dieser Blende da setze ich es einfach an und drauf ist es. Und runter geht es genauso. Schwer oder leicht? Klingt immer, als ob man da was falsch gemacht hätte. Und dann setzt man es an und schiebt es da runter. Oben ist es. Natürlich sieht man den Effekt nicht durch den Sucher. Und wenn ich es runter tue, dann macht es wieder solche Geräusche. Und das letzte da ist der Splitter. Zack. Da kann man jetzt hier noch Lust und Laune. So. Da könnten wir jetzt einfach oben und unten oder links und rechts oder Vierteln oder Achteln oder Sechsteln und da einfach die Mehrfachbelichtungsfunktion ausnutzen. Tja. Das waren schon alle Spielereien. Und wenn wir es jetzt einschalten wollen, dann sieht man da Off, N und B. Man möchte es kaum glauben, gell? So eine Kompaktkamera hat gerade B für Bulb, für beliebig lang. Hat schon auch seine Berechtigung. Ja, und wenn man da jetzt auf N tut, hört man sofort das Fiepsen und das Licht wird grün. Das heißt, standardmäßig ist der Blitz da eingeschalten. Wenn ich jetzt sage, ich möchte ohne Blitz fotografieren, einmal draufdrucken und weg ist er. Nochmal draufdrucken und wieder ein ist er. Das war's eigentlich schon. Naja, und wenn man jetzt in der Nacht sagt, ich möchte da gern blitzen und eine längere Belichtungszeit haben, dann tue ich halt auf B und dann bleibt es so lang offen, wie ich da draufdruck. Ausschalten, das war's. Mehr kann man dazu gar nicht sagen.
Das war sozusagen das Wichtigste von der Kamera. Jetzt legen wir da einen Film ein. Da einfach, zack, dann hupft es auf. Das ist ein bisschen eine tricky Geschichte, gell? Da muss ich mir die Spule da wegtun. Jetzt ist zwar Spätwinter oder Hochwinter, wie man es nimmt. Blende 10. Oh mein. Da brauche ich jetzt nur mit die Spule da einlegen. Das tue ich wieder rein. Und dann brauche ich es nur so weit davor tun, bis da das einhackelt. Jetzt hat es einhackelt. So. Zumachen. Und jetzt ist der Film drinnen. Die Kamera ist ein. Wenn da schon der Kleine so nah dran ist, dann werden wir da jetzt einfach die Nahlinse drauf tun. Das hört er und schon geht er weg. Nichts mit Nahlinse. Doch, mit Nahlinse. So. Gesagt haben sie ja. Neutral grau, wenn ich so nah dran bin. Und dann schauen wir mal. Oh. Gut, aber jetzt gehe ich einfach einmal fotografieren. Und dann zeige ich euch ein paar Fotos, wie das wird. Viel Spaß mit dem Apparat. Der übrigens in der Ausprägung cool ausschaut. Mir gefällt das. Point and shoot. Ist wieder in. Ich würde da gerne weiterreden. Ach.
Jetzt hat es wieder auskackelt.